Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Duftvorstellung von Scentsy. Die Kategorie ist jetzt Simply Scentsy. Also die Düfte, die kann man sehr gut mischen. Das sind reine, ich sag mal, Zitronennote, reine Limette oder Aprikose, wie auch immer. Wir schauen sie uns mal an. Als erstes Simply Black Cherry. Da dürfte wohl jemand schon aufhören, lieber Sven. Hier gibt es keine Duftbeschreibungen, fast keine, also zumindest zu den meisten, weil es einfach, der Name schon sagt, schwarze Kirsche. Und es ist wirklich sehr reife schwarze Kirsche und erinnert mich so ein bisschen an die Capri-Sonne-Kirsche. Lecker, lecker, lecker. Simply Nashi Pear. Da gibt es jetzt eine Beschreibung. Simply Nashi Pear ist eine frische, ausgeglichene Duftnote reiner, süßer Birne. Und das riecht wirklich nach frischer, aufgeschnittener Nashi Birne, wo der Saft so rausläuft. Dann Simply Basil. Vor dem Duft, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Angst. Aber er hat einen angenehmen, herben Basilikumduft. Nicht diesen typischen, wie sagt man dieser? Da gibt es ja ganz verschiedene Kategorien. Aber der ist eigentlich sehr schön frisch und herb. Dann Simply Apricot. Riecht einfach nach süßer Aprikose. Einfach süße Aprikose, die schon so weich ist. Schon richtig schön weich. Dann Simply Lemon. Andrea, ich meine mich zu erinnern, beim Durchschnuppern da an dich gedacht zu haben. Ja, und zwar riecht der nach Zitrone, prickelnde Zitrone, was du ja so liebst. So ein bisschen in die Richtung Sparkling Lemon. Wobei ich finde, der ist ein bisschen leicht süßer. Ich würde fast sagen, der hat ein bisschen Vanille mit drin. Aber auch noch dieses spritzig-herbe von der Zitrone. Dann Vanilla Cream. Okay. Vanille, einfach Vanille, wo wir alle kennen. Ein typischer, einfacher, purer Vanilleduft. Dann Simply Lime. Riecht nach Limette, herber Limette. Und ich meine, es gibt verschiedene Limettenarten. Und letztens, wo ich meinen Cocktail gemixt habe, mir selber, hatte ich genau diese Limettenart. Die leicht herb, leicht säuerlich ist, aber es ist nicht so, dass es einem so das Gesicht verzieht. Dann Simply Grapefruit. Herbe Grapefruit. Der Name sagt schon. Einfach frisch aufgeschnittene herbe Grapefruit. Simply Rose. Rose. Einfach, ich würde ihn beschreiben, das ist so eine Mischung aus Fresh Cut Roses und True Rose. Weil es hat noch ein bisschen, finde ich, was Grünes. Dann Simply Cinnamon. Zimt. Einfach nur Zimt.
So, das waren die Simply Sensi Düfte. Die haben auch immer noch. Da ist manchmal, ich schau mal, ob ich gerade sowas finde. Wenn einer aus dieser Simply-Reihe gefällt, zum Beispiel dieser Simply Nasce Pio, hier vorne bei den Favorites. Oder? Nicht bei den Favorites, nein, bei Spring and Summer. Dann gibt es hier so Zeichen. Ich zeig's mal. Seht ihr das hier unten, das kleine mit diesem Quadrat, wo halb und halb ist? Das deutet dann darauf hin, dass da dieser Duft mit drin ist. Und wenn man den mag, dann kann man sich so ein bisschen orientieren, ob man den anderen auch mag. Aber bis jetzt habe ich das, glaube ich, nur bei Naschi Nektar und Pia Blossom gesehen. So, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.